Ja, vielen Dank für die Einladung und Begrüßung. Und in diesen Zeiten ist ja vieles anders. Der gesetzte Mitteleuropäer zeigt ja seine Regungen beim Predigthören sehr zurückhaltend. Aber jetzt ist noch schwieriger zu sehen, wie die Hörer denken. Natürlich für Kritisches ist es eher angenehm, aber für Zustimmendes, auch das kann man nicht richtig wahrnehmen. Und selbst wenn jemand mit einem entsprechenden Zwischenruf agieren würde, ist die Frage, ob man ihn versteht. Aber so ist halt zur Zeit. Lass mich ein paar Dinge sagen zu dem, was uns beschäftigt. Ich glaube, das wird vielleicht sogar erwartet, oder ich nehme einfach die Freiheit. Zunächst möchte ich ganz herzlich danken, dass überall, wo ich hinkomme, doch die Regeln, die wir entsprechend den offiziellen Regelungen anordnen, gleichsam, dass sie befolgt werden. Klaus Ehrenfeuchter ist ja unser Spezialist für Corona, und ich glaube, der hat sich's auch etwas anders vorgestellt, vor allem auch nicht so lange, und das Ende ist aktuell nicht absehbar. Und auch was es dann bedeutet. Für ihn ist der Supergau, wenn etwas passieren würde wie in der Freikirche, in einer Freikirche in Schwenningen mit, glaube ich, jetzt inzwischen 80 Infizierten, das wäre für den Klaus absolut dann, ich glaube, dann wäre er voll Durchdreher. Auch möchte ich ganz deutlich sagen, ist für ihn ein unglaublicher Aufwand, den er hier treiben muss, um die Dinge zu koordinieren. Wo ich den besonderen starken Druck sehe, ist einfach die Tatsache der Planungsunsicherheit. Das, was ihr jetzt angesprochen habt, wegen Weihnachten. Wir wissen nicht, morgen trifft sich wieder die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Alles, was gerade von den Dächern geungt wird, ist auf jeden Fall keine Lockerung. Und es ist noch ein großes Vorrecht, dass wir unsere Gottesdienste feiern können. Ich merke das in Holzgerlingen, schauen die Vereine etwas neidisch oder gar kritisch auf die Kirchen. Also da ist eher eine negative Stimmung bei den Vereinen, was die Kirche macht und darf. Und deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass wir die Möglichkeit nicht missbrauchen, sondern wirklich jetzt in dieser Weise uns dran halten. Also die Planungsunsicherheit ist das eine, was uns belastet. Und dann natürlich angesichts dieses Mehraufwands, es ist ein ständiger Mehraufwand, Anmeldungen und so weiter, nehme ich doch auch wahr, dass es auch Ermüdungserscheinungen gibt. Und es ist nicht gesagt, dass die Not Corona beten lehrt. Überhaupt nicht gesagt. Das wünschen wir uns. Aber ob es so kommt, wissen wir nicht. Not lernt ja bekanntlich beten und fluchen. Auch ein Gebet und natürlich auch einmal eine Wertschätzung, was wir technisch möglich machen können. Jetzt haben wir Musik, das wäre ja vor 1000 Jahren noch nicht möglich gewesen. Nicht? Auch wir haben natürlich eine ganz große Planungsunsicherheit, dass die Männertage nicht stattfinden. Diese Wahrscheinlichkeit steigt von Tag zu Tag um 1 Prozentpunkt. Es war jetzt schon geplant, dass man 2 Männertage macht mit 500 Leuten statt 1000. Das wird langsam unrealistisch. Die ersten Meldungen lauten bis Ostern keine Besserung. Das wissen wir nicht, aber ja, der Frauentag wird anders gestaltet. Aber alles andere können wir aktuell nicht absehen, ob die Pfingstfeste stattfinden, die große Feste, ob die Mission das Zelt aufbaut. Das ist natürlich im Moment noch alles unsicher. Wenn ich schon da bin, möchte ich auf 2 Dinge hinweisen, auch als Gebetsanliegen. Wir planen immer noch am Samstag eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Wir haben eine verschoben, weil irgendwann kann man im operativen Geschäft die Dinge nicht mehr verschieben.
Also die SPD hatte ja heute ihren Parteitag per Livestream. Die CDU hat ihn verschoben. Wir versuchen es jetzt. Alles ist bis Samstag möglich, alles. Wir haben jetzt von der Größe des Raumes her nur die Mitglieder live eingeladen. Wer will und wollen eine Übertragungsmöglichkeit schaffen, kann sein. Wir müssen hier den Kreis noch mal kleiner machen. Wir wissen es aktuell nicht. Aber irgendwann muss man Dinge entscheiden. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, wir haben zwei große Punkte auf der Tagesordnung. Davon wäre auch einer noch mal aufschiebbar, aber der zweite nicht mehr lange. Der erste Punkt, wir sind in einem intensiven Beratungsprozess, ob wir die Rechtsform des LGV verändern und den Antrag stellen sollen, eine Körperschaft zu werden, KDÖR, Körperschaft des öffentlichen Rechts, weil wir hier vor allem im Bereich juristisch-finanziell Vorteile sehen. Schwieriger wird die Sache mit den Kirchen. Da sind wir in intensiven Gesprächen. Wir haben die Kirchenleitungen im Juli informiert. Die Württembergische Landeskirche hat sofort und sehr kritisch reagiert. Da gab es auch Gespräche schon, sogar mit dem Landesbischof. Er wird ganz hoch angesiedelt in der Württembergischen Landeskirche. Bayern hat mit einem ganz kurzen Statement reagiert. Diese Veränderung berührt unsere Vereinbarung nicht. Punkt aus, fertig. Große Überraschung, Baden und Hessen-Nassau hat noch nicht reagiert, beziehungsweise sie haben reagiert, aber nur, dass sie in Beratungen einsteigen, zunächst intern und dann uns vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch Gespräche anbieten. Das ist eine dicke Sache, die wir da am Vormittag dran haben. Und am Nachmittag, und das ist mit ein Grund, dass wir das nicht verschoben haben, der Nominierungsausschuss und Komitee haben einen Nachfolger für Hartmut Schmid nominiert. Da kann ich heute noch keine Namen verraten. Und da braucht es jetzt die Mitgliederversammlung, das ist das Gremium, das letztlich entscheidet. Aber Komitee und Nominierungsausschuss haben einstimmig einen Kandidaten für meine Nachfolge nominiert und das soll am Samstag entschieden werden, weil irgendwann wird es ein bisschen kibbelig mit der Geheimhaltung bei solchen Dingen und das sollte dann wirklich offiziell erledigt sein, dann kann man sagen, jawohl, hier die Mitgliederversammlung hat entschieden. Das ist auch ein großes Gebetsanliegen, diese Mitgliederversammlung am Samstag und vor allem auch, dass die Technik funktioniert. Also da habe ich das größte Bauchweh, weil ich bin ja in einem Alter, wo ich nicht technikaffin bin. Also ich bezeichne mich griechisch als Zoon Atechnikon, als untechnisches Lebewesen. Mir graut. Ich bin jetzt seit der Unterricht an der IHL ist auch nicht mehr präsent möglich, nicht mehr erlaubt. Ich habe mich jetzt doch auf den Weg gemacht und bin sogar derjenige, der zu den Zoom-Meetings einlädt und durch Hilfe meiner Frau, die eben kein Zoon Atechnikon ist, der muss ich immer schreien, wenn was schief geht. Aber es hat jetzt zwei Wochen lang funktioniert, das ist also mein großer Stolz. So viel ein paar aktuelle Dinge, auch als Gebetsanliegen. Ich habe mich entschieden, als Predigttext zu nehmen, den Wochenspruch, das ist nur ein Vers, deshalb konnte ich auch die Vorrede etwas länger halten. Das heißt, der Predigttext ist schnell verlesen, ist der Wochenspruch zum heutigen Sonntag, der zweitletzte Sonntag im Kirchenjahr und er steht im 2. Korintherbrief. Jürgen hat vorher aus dem Kontext gelesen, ich werde kurz darauf eingehen auch. 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.
Immer wieder höre ich, das Gericht wird nicht gepredigt. Vor allem auch aus dem Bereich des Pietismus ein Vorwurf an die Pfarrer, die hier in Generalsittenhaft genommen werden, wobei ich solchen generellen Aussagen immer kritisch gegenüberstehe, weil es gibt immer Ausnahmen. Aber ich höre es auch zum Teil im Verband, dass manche Themen nicht vorkommen oder zu wenig vorkommen. Nicht nur deshalb, sondern weil das Gericht ist Thema an diesem zweitletzten Sonntag im Kirchenjahr. Und ich halte diese Wochensprüche für sehr hilfreich. Ich bin fast überzeugt, dass die Wochensprüche die wichtigsten Themen für Glauben und Leben abdecken. Vielleicht nicht ganz alles, aber sehr vieles. Nun gibt es im Blick auf das Gericht eine Fülle von unterschiedlichen Aspekten, die ich nicht alle ansprechen kann. Und ich gehe jetzt ein auf dieses Wort von Paulus, 2. Korintherbrief, und werde dann am Schluss noch etwas allgemeiner dazu etwas sagen zum Thema Gericht. Aber das ist eigentlich immer die Absicherung der Prediger, dass man nicht alles sagen kann. Weil nachher kommt, es ist ja üblich, dass nachher Predigt jemand kommt und mir sagt, was ich nicht gesagt habe. Und in der Regel weiß ich selber, was ich nicht gesagt habe. Wie ich hoffentlich auch weiß, was ich gesagt habe. Ja. Zuerst ein Blick auf den Zusammenhang. Der Zusammenhang könnte ja erwarten lassen, dass Paulus ausführlicher über das Gericht redet, aber das tut er nicht. Der Zusammenhang ist ein anderer. Und da kommt dieser Vers fast wie ein Einsprengsel. Und es zeigt, dass die meisten biblischen Bücher, man sagt, das sind Gelegenheitsschriften, die gehen auf eine bestimmte Situation ein. Und wir würden vielleicht erwarten, dass es in der Bibel doch vielleicht auch einmal eine Abhandlung über das Gericht am Stück gibt. Aber wie bei vielen anderen Themen haben wir die Aussagen an ganz unterschiedlichen Stellen und das macht es dann schwierig, zu einer Gesamtschau zu kommen, ohne dass man dann Dinge vergisst. Also das im Zusammenhang nicht ausführlich das Gerichtsthema, sondern es geht in 2. Korinther 4 bis 5. Oder wir könnten sagen bis 2. Korinther 5, eben bis zu diesem Vers, um ein anderes Thema, das an keiner Stelle der Bibel so umfassend behandelt wird, wie in diesen Kapiteln, weshalb ich sie auch sehr schätze. Es geht nämlich um die Schwachheit unserer Leiblichkeit. Also das, Jürgen, ich sehe dich wunderbar, hier nicht durch die Blume, sondern durch den Kaktus oder was das ist, aber immerhin, es ist grün. Aber ich habe zwischen den einzelnen Dinger da, das weißt du besser, wie man die nennt, doch dich noch erkannt. Also, es geht um die Hinfälligkeit unseres Leibes. Nicht? Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, sagt Paulus, den Schatz des Evangeliums in tönernen Gefäßen. Irden, tönern heißt zerbrechlich und unsere Leiber zerbrechen. Sei es durch Corona oder durch etwas anderes. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen. Und dann das Wort, das du gelesen hast. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Der äußere Mensch zerfällt. Ich bin jetzt schon einige Zeit im Zerfallstadium, nicht? Das ist ja die Frage, wie lang der Mensch körperlich aufgebaut wird, wo er einen gewissen Höhepunkt hat und wann dann der Abbau beginnt, bis zum Letzten hin, nämlich zum Tod. Und dann ist Kapitel 5 vielleicht der Höhepunkt, wenn Paulus schreibt, dass der Mensch nackt wird. Das ist meines Erachtens wohl die Spitzenaussage über die Vergänglichkeit,
Die letzte Phase des Menschen, die letzte Phase der Hinfälligkeit ist ein Nacktwerden. Und dann sagt Paulus, eigentlich möchte ich nicht nackt werden, sondern ich möchte gleich überkleidet werden mit der neuen Leiblichkeit. Das wäre mein Wunsch. Aber er sieht es ganz klar, das wird nicht geschenkt. Der Mensch wird zuerst nackt. Als letzte Phase einer Hinfälligkeit des Leibes. Und in diesem Zusammenhang steht dann unser Wort, also in einem eigentlich ganz anderen Themenkomplex, den er sehr ausführlich darstellt, kommt dann plötzlich das Wort vom Gericht. So, und jetzt habe ich einen Verdacht, was dahinter steckt. Nämlich, es stecken zwei Dinge dahinter. Das erste, trotz dieser Hinfälligkeit des Leibes, mit der Einschränkung, die wir dadurch haben, Einschränkungen, Schwäche, gegebenenfalls durch Krankheit, gilt es, den Auftrag wahrzunehmen, den man bekommen hat. Gilt es, die Berufung zu leben. Und das Zweite, was ich vermute, Kontext, es steht nicht ausdrücklich da, auch das Gericht ist ein Nacktwerden vor Gott. Ein letztes Nacktwerden vor Gott, wo wir, da werden uns die Masken heruntergerissen werden. Aber nicht nur die da, sondern unsere ganzen Lebensmasken werden heruntergerissen werden, die wir tragen. Ja. Ich warte ja immer noch, dass mal das Lied gesungen wird. Wir tragen viele Masken und haben kein Gesicht. Nicht damals aus der Fietz-Ära, von seinem Schlagzeuger Pandl gedichtet und von seiner Frau, der Frau Fietz, dieses Lied. Wir haben viele Masken, ohne dass man Masken trägt, tragen wir Masken. Und die werden im Gericht weg sein. Unsere ganzen Maskierungen, die wir haben. Ich bin zutiefst überzeugt, niemand lebt ohne Masken. Also das ist der dieser doppelte Grund, warum Paulus in dieser ganz anderen Thematik diesen Einzelvers über das Gericht einstreut. Nämlich bei aller Hinfälligkeit, es gilt, unsere Berufung zu leben. Was ist unsere Berufung? Was ist meine Berufung? Was ist mein Auftrag? Und das andere, im Gericht werden wir nackt und das können wir nicht verhindern, ob wir das wollen oder nicht. Das war der Zusammenhang. Jetzt zweitens zu dem Vers. Wir alle, schreibt Paulus, jeder. Paulus schreibt dieses Wort in einem Brief an die Gemeinde. Und das heißt, wir alle, wir als Gemeinde, wir jeder als einzelner Christ muss offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir sind davon nicht ausgenommen. Die zweite Aussage, die er macht, wir werden offenbar. Also das, was ich vorher gesagt habe, wir werden nackt, wir werden transparent, wir werden durchsichtig, durch und durch. Und ich weiß nicht, ob uns das sympathisch ist. Also für mich ist das Bild immer der Arzt, nicht? Warum gibt es nicht wenige Menschen, die ungern zum Arzt gehen und deshalb auch Termine möglichst auf die lange Bank schieben? Weil der Arzt kann Dinge sehen, die wir nicht sehen. Nicht? Und dann stellt er plötzlich etwas fest, was uns dermaßen unsympathisch ist, nicht? Und wo wir etwas dagegen machen müssen dann. Also wir werden durchsichtig. Und hier kann man ja auch sagen, nicht, was gibt es heute für Möglichkeiten, um den Menschen medizinisch durchsichtig zu machen. Und dann auch noch die Behandlung. Ja. Biblisch, Psalm 139, ja, du erforscht mich und kennst mich. Du weißt jeden Gedanken, jedes Wort. Das haben wir schon im Alten Testament in diesem Psalm. Und das wird ja am Anfang im Psalm 139 dargestellt, dass man sagt, das ist ja toll, das ist mir zu wunderbar. Was kommt im zweiten Abschnitt
Psalm 139, die Flucht. Wohin kann ich fliehen vor Gott? Ich will das nicht. Ich will diese Nacktheit nicht. Wohin kann ich fliehen vor Gott? Und dann die Erkenntnis, es ist nicht möglich, das äußerste Meer, nirgends kann ich mich verstecken. Also da haben wir auch diesen Zusammenhang. Unser Leben wird offenbar. Und jetzt aber heißt es vor dem Richterstuhl Christi. Vor dem Richterstuhl Christi wird unser Leben offenbar. Und das halte ich jetzt für ganz wichtig. Der Richterstuhl Christi, Christus der Richter, übrigens nicht nur an dieser Stelle, auch in den Gerichtsgleichnissen in Matthäus 25, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er die Völker richten. Das letzte dieser drei Gleichnisse in Matthäus 25. Aber das ist mir wichtig. Christus ist mein Richter. Und das bedeutet, wenn dieses Wort an die Gemeinde geht und dieses Gericht jeder erleben wird, den, den ich kenne als meinen Herrn, den, mit dem ich gelebt habe, den, an den ich geglaubt habe, der, von dem ich Vergebung erfahren habe, er wird mein Richter sein. Ich werde nicht einem Fremden begegnen im Gericht, wenn ich mit Jesus gelebt habe. Und das halte ich für ganz wichtig. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs einschieben. Er wird nicht lange dauern. Wir haben im Alten Testament das Buch der Richter. Und wir haben dort Menschen, die als Richter bezeichnet werden. Es gibt aber für diese Leute noch einen anderen Titel, der leider nicht zum Obertitel für sie wurde, nämlich der Titel bzw. auch das Verbum Retter. Und in der Regel waren die Gestalten, die das Richterbuch beschreibt, zuerst Retter, indem sie Israel gerettet haben oder einen Teil Israels vor einer militärischen Katastrophe. Da können wir die Deborah nehmen, die Richterin genannt wird, den Gideon, den Simson. Da kommt der Begriff des Retters vor, beziehungsweise das Verbum retten. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass der Rettertitel Jesu von dort übernommen wurde. Und natürlich jetzt nicht, dass Jesus im Sinne eines Simson mit dem Kinnbacken eines Esels da ein paar Philister erledigt, sondern dass er uns rettet von unserer Sünde und von unserer Verlorenheit. Oder in diesem Kontext gesagt, dass er uns rettet vor dem Nein im Gericht. Dass Jesus nicht Nein sagt zu uns, sondern Ja. Unser Richter ist der Retter. Diese Doppelheit in der Analogie zu den Richtern des Alten Bundes. Wir könnten sagen, Jesus ist für uns der Richter und der Anwalt. Und zwar nicht der Staatsanwalt, sondern der Verteidiger. Diese Doppelheit. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass hier steht, wir stehen vor dem Richterstuhl von Jesus, den wir kennen. So, aber jetzt noch eine Sache. Gibt es nicht auch die Aussage, dass wir gar nicht gerichtet werden? Und ich glaube, dass wir hier ganz genau hinhören müssen, was denn gemeint ist. Wie ist es mit uns Christen? Ist der Himmel letztlich doch verdienbar, wenn es um die guten Taten geht? Weil Paulus fährt ja dann am Schluss, sagt er, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Ist es nicht von anderen Stellen her auszuschließen? Oder kann man sich den Himmel doch mit guten Werken verdienen?
Meines Erachtens ist hier die Rede vom Lohn für die Geretteten. Vom Lohn für die, die nicht durch eigene Werke in den Himmel kommen, sondern die allein aus Gnade und Glaube gerettet sind. In der Tradition des Pietismus wurde das Preisgericht genannt. Und ich meine, dass man das nicht aufgeben darf, ohne dass uns biblische Aussagen verloren gehen. Also das Preisgericht für die Geretteten. Bei diesem Gericht geht es nicht um gerettet oder verloren. Es geht nicht um Himmel oder Hölle, sondern es geht um das Leben derer, die gerettet sind. Es geht um die Jesusleute. Also in der Tradition des Pietismus um das Preisgericht. Ein Beispiel dafür haben wir in 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Aber jetzt, wer darauf baut, mit Gold, Silber, Edelsteinen oder mit brennbarem Material, der Tag des Gerichts wird offenbaren. Das eine Werk hat Bestand, Gold, Silber, Edelsteine, das andere Werk wird verbrennen, aber der so gebaut hat mit verbrennbarem Material, wird gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Das halte ich hier für die entscheidende Parallele. Oder auch im zweiten Gleichnis, Endzeitgleichnis, Matthäus 25, die ihre Talente eingesetzt haben, werden dafür belohnt. Wobei die Bibel gar nicht besonders ausführt, wie der Lohn aussieht. Ja? Also ich spekuliere für mich, dass wenn ich belohnt werde, komme ich im Himmel in die Winterabteilung und kann weiterhin Skifahren. So, das Sie haben gemerkt, wie ich es meine, nicht? Interessant, das wird nicht praktisch thematisiert, nur das. Also das Aussagen zu diesem Vers und jetzt die letzten paar Minuten eine grobe Zusammenfassung. Wir hatten zuerst den Zusammenhang, ja, die Hinfälligkeit unseres Leibes, das dann Paulus nimmt, nackt sein, nackt werden und ein nackt werden analog im Gericht und dann das zweite, der Vers an sich und jetzt eine Zusammenfassung. Drei Dinge. Erstens, das erste und wichtigste ist das Gericht nach dem Glauben. Und da in diesem Zusammenhang sagt Jesus in Johannes 3, wer an Jesus glaubt, ist schon gerichtet. Wer an Jesus glaubt, für den geht es nicht mehr um gerettet oder verloren oder Himmel oder Hölle. Wer an Jesus glaubt. Paulus sagt, Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird allein durch den Glauben, ohne Gesetzeswerke. Und ich meine, daran müssen wir festhalten. Und was ich sehr betonen will, nur dieses Rettung allein aus Gnaden und durch Glauben gibt das, was Paulus in Römer 8 ausführt, als Heilsgewissheit. Ich bin gewiss. Verlassen auf Werke führt zu keiner Heilsgewissheit. Also das ist das Wichtigste. Das Gericht nach dem Glauben und auf diesem Grund die Heilsgewissheit. Das Zweite, das habe ich schon angedeutet, das Gericht nach den Werken für die Christen, nämlich Preisgericht, 2. Korinther 5, Vers 10. Und jetzt möchte ich einen heiklen Punkt ansprechen noch. Das allein durch Gnade hat eine gefährliche Seite.
nämlich dass man sich auf der Gnade ausruht und sagt, die Gnade reicht, Werke sind völlig gleichgültig. Und dann wird es schief. Ich denke, das richtige Verhältnis ist, der Gnade bzw. dem Glauben folgen Werke. Und da gilt es sehr sensibel zu sein, dass wir das nicht gleichsam in einer Gleichgültigkeit vom Tisch wischen und sagen, Gnade genügt, ja, die Gnade genügt, aber die Gnade hat Auswirkungen. Und ich meine, das legt uns Jesus nahe am Ende der Bergpredigt, wenn er von Leuten sagt, die zu ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen tolle Werke getan? Und dann sagt er zu ihnen, ich kenne euch nicht, ich kann dieses Wort jetzt heute Nachmittag nicht gründlich auslegen. Oder wenn Jakobus 3, das umstrittene Jakobuswort, das ich aber voll dahinter stehe, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn dem Glauben keine Werke folgt, dann ist der Glaube tot. Also hier gibt es eine Seite, wo man sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht einem Irrtum unterliegt. Könnte man jetzt wunderbar noch Jeremia 7 anfügen. Diese Thematik zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn Jeremia 7 falsche Propheten zitiert, die sagen, hier ist der Herrn-Tempel, hier ist der Herrn-Tempel, hier ist der Herrn-Tempel. Und jetzt sage ich es mit meinen Worten, dann ist völlig egal, wie ich lebe. Und dann sagt Jeremia, dann kommt ihr zu mir in dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist und sprecht, kein Problem. Freie Übersetzung Schmied. Das heißt aber, der Glaube verlässt sich nicht auf seine Werke. Dem Glauben folgen Werke, aber er verlässt sich nicht auf die Werke. Und er beginnt nicht mit seinen Werken vor Gott zu rechnen. So gleichsam das Werkekonto führen. Das Buch des Lebens schreibe nicht wir, das schreibt ein anderer. Also dieses Zweite, dass wir das auseinanderhalten, halte ich für wichtig. Erstens, Gericht nach dem Glauben ist das Allerwichtigste. Zweitens, kein Irrtum, ein Gericht nach den Werken gemäß 2. Korinther 5, Vers 10. Und vielleicht muss man hier doch dazu fügen, da geht es nicht nur um ein Aburteilen. Einer meiner Lehrer hat gesagt, da bespricht Jesus mein Leben nochmal mit mir. Und da werde ich auch Dinge verstehen, die ich bisher nicht verstanden habe. Es geht nicht nur um ein Urteilen. Dem würde ich so zustimmen. Und das dritte und letzte, die dritte Stufe, dann, da sage ich nicht viel dazu, am Ende der Offenbarung 20, dann das Gericht für die ganze Welt, für alle Menschen, für die Ungläubigen, für die, die nicht an Jesus geglaubt haben, da ist das große Weltgericht, wo die Bücher aufgeschlagen werden und jeder wird gerichtet nach dem, was da steht, und was sie getan haben bei Lebzeiten. Das sind die drei Dinge, die ich grob unterscheiden möchte und auch dann 2. Korinther 5, Vers 10 richtig einordnen als ein, ja, ein Offenbarwerden unseres Lebens vor unserem Herrn Jesus, der Retter und der Richter ist. Aber hier möchte ich betonen, Retter und Richter. Ich begegne in diesem Gericht dem Herrn, an den ich glaube und mit dem ich durch dieses Leben gegangen bin und der mir das zugesagt hat, dass er mich erlöst von der Vergänglichkeit, von der Gottesferne, vom ewigen Verlorensein. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir werden einmal vor dir stehen und du wirst unser Richter sein, der du auch unser Heiland bist. Und deshalb vertrauen wir deiner Gnade, wir vertrauen deinem Sterben für uns und darauf liegt unsere ganze Hoffnung.
Lass uns aber auch erkennen, was unsere Berufung ist und was du von uns haben möchtest. Herr, wir befehlen uns dir an in dieser konfusen Zeit, die wir uns so nicht gewünscht haben und wo wir eigentlich ganz schnell heraus wollen. Und wir dürfen dich bitten um dein Erbarmen. Du bist der Herr auch über diese Pandemie. Und wenn du uns die Last weiter auferlegst, dann gib uns sehr viel Weisheit. Und dann schenke doch du, dass Menschen nicht sich zurückziehen von dir und von der Gemeinde. Lass uns erkennen, was wir tun können, tun müssen. Und gib uns auch die Kraft dazu und das Durchhaltevermögen. Wir befehlen uns dir an, auch mit allen Planungen, die zurzeit so unsicher sind. Leite uns Schritt für Schritt. Und wir bitten dich für die Kranken, auch für die Corona-Kranken. Hilf du ihnen, sei ihnen nahe. Umgib sie mit deinem Schutz und mit deiner Nähe. Amen.